Willkommen zu Wir werden alle sterben, auch im Jahr 2014. Vorab eine apokalyptische Ankündigung. Auch dieses Jahr ist ein Weltuntergang vorgesehen. Im Juni 2014 soll nämlich eine gigantische kosmische Säurewolke die Erde treffen und den Planeten mit allem, was da kreucht und fleucht, auflösen. Nun sind, wie Chemiker wissen, Säuren, zumal verdünnte Säuren, gar nicht so gut, da drin irgendwelche Dinge spurlos aufzulösen. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, diese Säurewolke gibt es gar nicht. Das heißt, wie der Weltuntergang 2012 wird auch dieser Weltuntergang voraussichtlich auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Nun ist es ja so, dass man heutzutage eh nicht mehr zum Himmel guckt, wenn man das Verhängnis erwartet, sondern inzwischen ist es Mode geworden, auf das Meer zu schauen. Und das Meer wird in der Zeit von gigantischen Quallenschwärmen überrannt. Die Viecher tauchen überall auf der Welt auf, ohne dass jemand was dagegen tun könnte. Angefangen hat das Ganze in den 80er Jahren mit Rippenquallen im Schwarzen Meer, die allen Fischnachwuchs aufgefressen haben, sodass die Fischer in den umliegenden Ländern arbeitslos wurden. Die Glibbertiere sind seitdem noch ein ganzes Stück ambitionierter geworden. Inzwischen ist es tatsächlich so, dass diese gigantischen Quallenschwärme weltweit Fischereiflotten behindern oder auch interessanterweise regelmäßig Atomkraftwerke lahmlegen, zum Beispiel in Schweden. Und das Problem an der Sache ist jetzt, es gibt leider nicht so wahnsinnig viele andere Tiere oder Lebewesen, die den Quallen Einhalt gebieten könnten, indem sie sie einfach auffressen. Das Problem mit dem Fressen von Quallen ist einfach, so eine Qualle besteht ja nun aus so einem kleinen Schirm von Schleim obendrauf und 10 Meter langen Tentakeln mit giftigen Nesselkapseln, die alle Lebewesen verbrennen oder betäuben oder lähmen, die da unten dranhängen. Das heißt, die meisten Meerestiere werden keine Quallen fressen, was ich sehr, sehr gut nachvollziehen kann. Und die paar Meerestiere, die Quallen tatsächlich fressen, da gibt es zum Beispiel Thunfische, Schwertfische, die eine oder andere Lachsart, die haben alle das Problem, dass ihre Larven wiederum selbst von den Quallen gefressen werden. Warum das ein Problem ist, kann man sich so ein bisschen anhand von Löwen und Gazellen verdeutlichen, nämlich wenn an Land ganz, ganz viele Gazellen rumlaufen. Da freuen sich natürlich die Löwen, weil sie so viel zu fressen haben, kriegen mehr Nachwuchs. Das heißt, mehr Gazellen bedeutet auch mehr Löwen. Im Meer, sieht das ein bisschen anders aus. Denn die Quallen fressen ja den Nachwuchs von den quallenfressenden Tieren. Das heißt, je mehr Quallen es gibt, desto weniger quallenfressende Fische werden tatsächlich irgendwann so groß, dass sie auch nur eine einzige Qualle selbst fressen können. Das zweite Problem ist, dass wir Menschen jetzt auch ganz gerne Fisch essen. Das heißt, die meisten quallenfressenden Tiere, zum Beispiel auch Schildkröten, aber wie gesagt Lachse, Thunfische und so weiter, die landen auf unseren Tellern, in unseren Kühltruhen, in Restaurants und so weiter, wo sie natürlich keine Quallen mehr fressen können. Das heißt, die Nahrungskette im Meer ist absolut aus dem Gleichgewicht geraten. Die eine Hälfte der Nahrungskette landet bei uns auf dem Teller, die andere Hälfte setzt Atomkraftwerke außer Gefecht. Ja, und insgesamt werden die Ozeane für die meisten Tiere unwirtlicher und für die Quallen durchaus freundlicher. Wir wissen ja, durch die globale Erwärmung werden die Ozeane erstens wärmer, zweitens sauerstoffärmer und dann eben auch noch saurer. Für die meisten Fische ist das scheiße. Die Quallen dagegen haben
die letzten Apokalypsen der letzten 650 Millionen Jahre überlebt. Die Quallen waren mit die ersten Tiere, die überhaupt existierten, haben Meteoriteneinschläge überstanden, Gammastrahlenausbrüche, die ein oder andere globale Eiszeit. Das heißt, denen ist so einfach nicht beizukommen. Ja, was rettet uns jetzt? Die Antwort kommt aus Korea, nämlich Killerroboter. Und zwar spezielle Killerroboter, die die Quallen erst in gigantischen Netzen einfangen, sodass sie nicht auseinanderschwimmen können, und dann mit gigantischen Propellern mit so Schneidekanten diese Quallen in kleine Stückchen zerhäckseln. Die Idee klingt im Prinzip ganz gut, so kann man eben Quallenschwärme ganz schön vernichten. Die Sache hat nur den einen oder anderen Haken. Nämlich, wenn man Quallen zerhäckselt, Punkt 1, befruchtet man bei vielen Arten auch gleichzeitig ihre Larven und Polypen. Das heißt, man hilft ihnen bei der Vermehrung. Wenn man einen Quallenschwarm abmetzelt, kommen dann nach 1, 2, 3 Jahren plötzlich 10 neue nach. Je mehr Quallen man tötet, desto mehr kommen an diesem Punkt hinterher. Der zweite Punkt ist, man erzeugt unglaublich viel Schleim, der dann auf dem Meeresboden sinkt, wo er von Mikroorganismen abgebaut wird. Die brauchen Sauerstoff und der ist dann für den Rest des Meereslebens nicht mehr da. Das heißt, was wir bekommen, ist erstens, alles andere Meeresleben erstickt und zweitens, das restliche übrig bleibende Meeresleben sind ganz, ganz viele Quallenlarven. Da freuen wir uns. Und der dritte Punkt ist natürlich, wenn man Quallen zerhäckselt, dann setzt man diese schönen Nesselhaare alle frei, die schwimmen dann durch das Meer und ja, verbrennen Fische oder verbrennen badende Menschen. Das heißt, das Ganze ist ein gigantischer Schuss in den Ofen. Wir können auch nach wie vor nichts gegen die Quallenplage machen. Widerstand ist zwecklos. Die Zukunft der Ozeane ist Schleim. Ja, und damit wünsche ich euch viel Spaß beim nächsten Badeurlaub und sage auf Wiedersehen bis nächstes Mal bei Wir werden alle sterben.